Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Mit mir, dem Ingo, wieder. Und wir schneiden dieses Seil durch. Weil dann geht der Karren los und dann, ja. Okay, jetzt ist laut gewesen. Aber wir können jetzt die nächste Stufe erreichen. Yeah, yeah. Das war echt ein... Sagen wir mal so, ein sehr... Okay. Einfach nur schnell sein. Ein schnelles und schwieriges Rätsel. Hätte man es sofort durchgecheckt. Ich habe es nicht durch... gecheckt. Mir war das ein bisschen zu... ja. Aber war schwierig. Muss ich jetzt lang. Warum muss ich hier gar nicht hoch? Gibt's hier irgendwo was noch? Ein Weg? Eine Schrift? Hier muss da runter. Das ist schon richtig. Aber was muss ich denn machen? Oh. Guck, da bin ich ja tot! Und tot sein ist nicht gut in dem Spiel. Weil dann ist das Spiel zu Ende. Ist doch schon wieder was zum Mäusemelken. Aber ich sehe schon, wir müssen da hoch. Wir müssen da uns entlang hangeln. Ach, die süße Lara. Eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle ist Shell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben? Ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Oh, jetzt muss ich schießen. Als das stört. Scheiße. Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell. Sie sind unterwegs. Drücken Sie wiederholt. Okay. Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann geht die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe.
Oh, Rankenwände bewegen. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Das ist natürlich nice. Tüff, Süleman. Kann man den hochheben? Warte, einfach nur Dings. Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Soll ich das machen? Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, Blödmann. Komm und hilf mir mit der Beleuchtung. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sicher. Bewachsene Wände. Bleibe in der Nähe von überwuchenden Wänden, um getarnt zu sein. Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Das ist schon nice. Das ist schon nice. Wir sind bereit. Mal gucken, vielleicht kommt er ja wieder zurück, der Typ. Ah, das ist schon nice gemacht. Oh. Keine Sorge, krieg ich hin. Objekte können geworfen werden, um Feinde abzulenken. Kommt, wird es unangenehm. Fast geladen. Was läuft da am Tor? Die Archäologen sind da. Jetzt dranbleiben. Ich gehe der Sache nach. Boah. Okay, warte mal, hier lag aber irgendwas noch. Ein Zettel. Stoff. Ich muss da hoch. Ah, okay. So, Wände hochklettern. Ja, das können wir ja schon. Oh, nee, warte mal. Da war noch was Geiles. Genau. Das wollten wir. Ich muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizeifunker. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Rook und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Wir haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Basislager, hier ist Gammalida. Wo bleibt die Verstärkung? Alter. Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelvieh erschossen. Aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Was machen wir jetzt am besten? Das Signal lässt nach und rauscht. Basislager. Bitte kommen, Basislager. Basislager. Status. Du bist tot. Verstanden. Okay, das andere ist echt schon voll. Muss ich jetzt hier drunter her? Ja, ne? Die Medizinkanister für die Belagerung? Ja, vor 5 Minuten angekommen. Ist es klug, sie so nah an der Mauer zu lagern? Wie gesagt, sie wurden gerade erst geliefert. Wir bringen sie später noch tiefer rein. Ah, gut. Wir wollen ja nicht, dass ein Bulle eine Granate über die Mauer wirft, direkt auf sie drauf. Wo bleibt die Verstärkung? Allein halten wir das Tor nicht. Gut, wenn der jetzt Kacke macht, dann sind wir am Arsch, ne? Zu viel Druck vielleicht? Ja, vielleicht. Was jetzt? Warten wir einfach ab? Ja, verdammt. Wir haben für sowas keine Zeit. Wir sollen die Mauer sichern.
Das Wetter ist furchtbar. Ihr dreht euch doch mal um, Alter. Jetzt bleiben die wirklich alle hier. Scheiße. Das wird eine lange Nacht. Dann drehen sie ihn um. Der raucht ziemlich lange. Der Sturm kommt ziemlich schnell. Sichtung bestätigt. Es ist Croft. Angriff. Oh, nö. Dominguez will sie leben. Sie tötet unsere Leute. Scheiße. Verstanden. Ziel gesichtet. Epsilon-Team, hierher. Helikopter immer gehasst. Alter! Wie der hat in die Ohren knallt. Scheiß, die wandern. Alter Vater. Wie der hat in die Ohren knallt. Weiß ich nicht. Achso, wenn ich mal nicht so gut treffe, ja. Das liegt einfach daran, dass ich halt eigentlich ein Tastaturspieler bin und mit solchen Sachen eigentlich weniger am Hut habe. Oh, wir haben es ja gelöst, ne? Scheiß die Wandern, würde ich sagen. So, wo muss ich denn lang? Ach, da muss ich. Kamehameha. Ein Wie? Dio. Stopp! Tut dir nichts. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Der Schlüssel von Chuck Chell. Gesucht. Wo ist die Schatulle von X-Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne.
Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Kalt. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Ach du Scheiße. Was? Nee. Okay. 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 Ja gut. Ein Tsunami mal. Also wir müssen jetzt so ein bisschen lenken. Ohne dass wir irgendwo aufgespießt werden. Hohohoho. Alter. Okay. Ja, ich verstehe, ja. Es sieht schon verdammt geil aus. Ein Tsunami in so ein Spiel reinzubringen, das gibt's selten. Komm, Lara. Das schaffst du doch nicht. Alter, wie gruselig ist das denn? Wie gruselig ist das denn bitte? Jetzt komm aber. Oh, ich hasse sowas. Oh, jetzt da durch. Schieß doch. Alter. Unnormal. Unnormaler kranke Kack. Okay. Okay. Ja. Das haben sie richtig geil gemacht. Alter. Okay, das vielleicht nicht. Aber ganz ehrlich, Alter. Das haben sie richtig geil gemacht. Okay. Ich will mal halt. Es liegt halt daran, ich möchte mir die Animationen halt oft angucken, ja. Holy moly. Alter. Thank you.
und man fiebert. What the fuck? Scheiße. Okay, das ist echt heftig. Ach komm, leck mir doch den Pimmel. Entschuldigung. Da hab ich doch gar nicht hingedrückt zum Springen. Haben die echt so ein Kind sterben lassen in so einem Spiel? Viel makaber, ey. Das ist, finde ich, echt makaber. Sorgen gemacht. Es ist schiefgegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagt, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. Ich bin an allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein, 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 nein! Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn ihr die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Da wurde sie mal jetzt mal auf den Boden geholt, der Tatsachen, dass es nicht alles immer so nur um sie dreht. Amazonas, Peru. Ich denke, dass wir nach einem Vulkan Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet... Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frag mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht.
der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, wie ich vorhin den Dolch in der Hand hielt. Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo landen? Ja, ich kann euch bei Kovac Jakko absetzen. Dann los. Was ist das denn? Steine? Ah ne, das ist Hagel. Wollte mal meinen Controller hören. Mal gucken. So doll vibriert der, Alter. Das ist übelst. Das ist richtig heftig. Jetzt sind wir an der Stelle, wo am Anfang des Videos das war. Mit dem Sturm und dann Flugzeugabsturz. Okay, wir müssen da lang. Alter, sie ist aber jetzt am Arsch. Aber wo kann ich die denn einsetzen, diese blöden Fertigkeitspunkte? Ich verstehe es nicht. Guck mal, mein Inventar ist auch wieder leer. Wofür habe ich das denn eigentlich alles gemacht? Da irgendwas hier mit Fertigkeitspunkte? Nö. Das nicht. Ich weiß echt nicht, also das tut mir leid. Fertigkeitspunkte, wie ich die aktivieren kann. Miguel! Wow. Habe ich denn irgendwie Waffen mit dabei? Nö, mich auch nicht. Okay. Das ist nur das gewesen. Ich verstehe es nicht. Naja, gut. Weiter geht's. Das könnte ich gebrauchen. Das sieht schon nice aus. Im Urwald jetzt, ey. Das bewahre ich für später auf.
drüben ist auch noch ein Busch. Da gehen wir auch mal hin. So, kann ich mir denn irgendwas da herstellen denn? Naja gut, dann würde ich sagen, bevor wir hier weitermachen und diesen Käfer angucken, wie sie ganz erschrocken da drauf guckt, machen wir beim nächsten Mal weiter, ja. Ja, hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder bei Shadow of the Tomb Raider. Bis dann, haut rein, tschüss.